Was zur Hölle? Scheiße, Mann, die Windmühle kommt zu dir! The fuck is happening? Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil des Let's Plays. Und ja, haben wir Fritz ist natürlich auch mit dabei. Und ja, letztes Mal haben wir ja diesen weißen Weg oder so genommen und diesmal nehmen wir den schwarzen. Und ich hätte gesagt, ich und Fritz, wir spielen jetzt bis dahin. Das, was er kennt, das zeigen wir euch jetzt nicht. Und wir sehen uns gleich, wie wir vor der Tür und der Entscheidung des Spielweges stehen. Ja. Genau. Sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, jetzt sind wir in dem Raum, wo wir die Entscheidung treffen dürfen. Genau. Und hier stand irgendwo gerade eben... Wir haben uns für White Porn entschieden gehabt. Letztes Mal. Das stimmt und das glaube ich auch. Da hast du dir doch gesagt, du scheiß Rassist, weil du White Porn genommen hast. Genau. Black Porn. Okay. Du bist kein Rassist mehr. Dann nehmen wir zwar die Bilder wieder ab. Das wissen wir schon, deswegen geht das gerade ein bisschen schneller. Aber wie lange haben wir gebraucht, um herauszufinden, dass man die Bilder abnehmen kann? Eine ganze Weile. Eine ganz lange Weile. Wir müssen da jetzt in die rechte Tür, oder? Ja. Save yourself. Hier kommen wir nicht raus. Ach. Letztes Mal konnten wir ja bloß... Da stand ja Sacrifice yourself. Ach so, ja. Okay, jetzt bin ich aber mal echt neugierig. Er fragt uns, also sagt sogar, ich hoffe, ihr seid stolz. Ich hoffe, du bist stolz für deine Entscheidung oder auf deine Entscheidung. Wir waren abgestochen. Das kann doch jetzt dieses Ende sein oder so. Ich stell dir vor, das ist jetzt das andere Ende. Weißt du? Dann nimmt man einmal das, wo Black vorsteht, und man wird sofort abgestürzt. Rassist. Ich hab bloß wieder gesagt. Ich hab gesagt, was da passiert ist, ja. Nochmal kurz zusammengefasst für die Zuschauer. Okay. Was sind wir jetzt, Alter? Sind wir in einem Sarg? Das sieht derbe nach einem Sarg aus. Irgendwer redet auch von außen, also das ist jetzt kein Raum, wo irgendwer drin ist. Aber warum wackeln wir so? Sind wir auf einer Kutsche in einem Sarg oder? Oder versucht er aufzustehen? Er meinte, he was one of those testy boys. Wir waren so ein Tester. Wir sind gescheitert. Oh. Okay, irgendwie standen wir unter Drogen oder so, deswegen sind wir da ohne unser Gedächtnis aufgewacht. Also hat doch irgendwo schon mal gelohnt. Es gibt ein bisschen Begründung schon mal. Hm. Ah, ich glaube nicht, dass das jetzt vorbei ist. Ja, wir sollen jetzt begraben. Ja, oder glaubst du jetzt echt, wir sind jetzt im Sarg? Nein. Also jetzt begraben werden und so weiter. Bam, links. Aber wie oft rechts. Ich hab auch sonst immer so übelst oft gedacht, das ist vorbei oder so. Wenn man irgendwo reinspringt, übelst lange schwarz ist. Aber ich muss immer noch weiter. Au, meine Ohren. Alter. Wir sind unter Wasser. Woher weißt du das? Es blubbert. Sehr interessant. Nee. Das klingt, als würde jemand so an der Gitarre so. Alter, was da abgeht. Was zur Hölle? Scheiße, Mann, die Windmühle kommt zu dir. The fuck is happening? Weißt du, du bist in einem Sarg und auf einmal kommst du aus dem Wasser. LOL. Was geht denn hier ab? Frisst dir das ganze Schachspiel? Doch nicht. Schachspiel, ich hab den Schlüssel auf und bin hier unten drunter oder was? War eine nette Schachpartie, meine Freunde. Ja, Mann. Fritz, du musst das überleben. Drück doch. Heißt es gedrückt halten oder mehrfach drücken? Nein, drücken. Du wärst fast gestorben, wenn ich nicht daneben wäre. Warum brennt hier alles? Weil es angezündet wurde. Ich will mich hier frei bewegen können. Ich atme doch irgendwer. Also, ja, das ist nicht Anthony. Anthony ist tot, nicht mit dem Messer gestochen. Ja, Moment, ich weiß, er ist hier irgendwo, er ist in den Gebüschen.
Also wirst du gerade eventuell für tot erklärt. Okay, wir brauchen eine Sekunde, um uns zu finden. Hä? Was hätte ich denn tun sollen? Jetzt bist du wieder da. Ich mal ins Licht laufen? Lauf mal ins Licht. Nee. Mehr geht's nicht. Ist bloß eine Wand, ne? Ja, ist bloß eine Wand. Ach, wir spielen sozusagen um unser Leben, eventuell. Ja. Ich verstehe das nicht. Ich glaube, pass auf, du musst immer E drücken, um dich am Leben zu erhalten oder so. Ja, aber ich hab das doch gemacht. Du musst 100 pro gedrückt halten, oder? Ich weiß es nicht. Muss Nein, ich jetzt mehr? Du musst es so schnell wie möglich mal drücken. Schwöre ich dir. Weil es leuchtet doch immer, wenn du es drückst. Es leuchtet, wenn ich es nicht ganz drücke. Ehrlich. Es leuchtet, wenn ich es nicht drücke. Wenn ich es drücke, dann hört es auf zu leuchten. Pass auf, das ist ja doch viel zu leicht, wenn du immer die Tasten gedrückt halten musst. Ich schwöre, du musst immer drücken. Ja, aber ich weiß nicht, was ich jetzt hier hätte machen sollen. Krabbel einfach mal so lange, wie du kannst, da. Und jetzt E. Ich lebe schon mal länger als eben. Sehr interessant. Okay, du stehst. Hoffentlich war das gerade ein Speicherpunkt oder so. Warte, werden wir gleich sehen. Okay. Also, jetzt kommt der Schatten und du musst ihn wegdrücken, oder was? Ja. Windmill. Okay, es ist ein... Oh Gott! Hä? Was habe ich falsch gemacht? Warte mal. Das war vorhin auch. Ich habe nichts falsch gemacht. Ich kann eh drücken. Bam. Aber jetzt bei den drei Schatten, ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe. Gleich kommt, glaube ich, hinter dir noch einer. Wow. Lol. Vielleicht musst du hier lang gehen. Ich weiß es nicht. Warte mal. Oh, warte, ich gehe jetzt einfach hier lang. Ach, pass auf, Schatten ist böse. Da wo Schatten ist, sollen wir doch nicht hingehen, oder? Hm. Und wenn da hinten der Weg von drei Schatten besetzt ist. Ja, gehen wir lieber da lang. Und das ist auch. Aber da hinten, das sah auch nicht aus, ob es da weitergehen würde. Ich weiß aber nicht, wo ich. Ich habe das Gefühl, das passiert nur, wenn Schatten da ist, was soll. Wow, warte mal. Wow! Von wo, warte mal, von wo kam der Schatten? Wo soll ich lang gehen? Von dem Feuer aus kamen sie. Sieht stark nach. Das finde ich jetzt nicht gut gemacht. Nee, finde ich ehrlich gesagt bis jetzt auch nicht. Das hat mir der andere Weg besser gefallen. Bis jetzt gefällt mir der andere Weg auch besser. Das ist ja jetzt eigentlich bloß die ganze Zeit eine Taste drücken. Ja. Das ist schlechtes Game Design, vor allem. Jetzt kannst du nicht mal mehr E drücken. Ich kann aber noch laufen, ich kann laufen. Alter, was hat der Typ geraucht? Oh. Ich fall gerade einen Berg runter, oder? Hey, willkommen im weißen Raum. 100 pro. Nee, Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Ey, Philipp, ey! Weißt du schon, spiel ich, sind wir ja in irgendeinem Keller von der Oma oder so. Warte, frag mal, warum wir da ist. Ne, man hört irgendwie niemanden. Das erinnert mich an so ein. Ich hab mega Schiss irgendwie. Ja. An so ein altes, an das verlassene Haus in Oblivion erinnert mich das. Ah, wirklich, so ein richtiges Oblivion-Haus, ja. Ja. Kommst du, glaube ich, nicht durch. Ach komm. Komm, ey, ich bin doch nicht so fett hier. Was ist das für eine fette Sau? Guck mal, das ist glatt hier. Meter und mehr. Ja, guck dir das an. Ah, warte, ich kann mich ja. Oh. Jojojojo, ist der schlau, ist der schlalalalau. Der FFG. Okay, das sieht undurchlässig aus. So aus, als würde es zugehen, wenn wir durchgehen. Ein Safe. Na, dann knack den Safe. Hä?
Wir brauchen erstmal den Safe-Code irgendwie, sonst. Da wird der Schlüssel drin sein. Ach so. Denke ich doch, wir müssen bloß mal den Code finden. Also können wir jetzt letztendlich. Gehst du durch die andere Tür nicht durch? Durch die hier? Nee, da gehen wir. Ah, geradeaus durch. Nö. Nee. Also, das Ziel ist jetzt, den Safe irgendwie zu knacken, oder was? Ja, denke ich mal. Gehen wir jetzt einfach mal hier wieder unseren Weg zurück. Die Kiste sieht eigentlich auch so. Ja, als ob sie aufgehen würde. Also wirklich. Steht hier mitten. Mit einem eigentlich komplett leeren Raum. Ah, die muss bestimmt noch irgendwas haben. Es ist Insanity, doing the same thing over and over again, expecting different results. Also tu immer das gleiche und also immer guck dasselbe, dir die unterschiedlichen Ergebnisse an. Nee, das immer dasselbe tun und dabei andere Ergebnisse erwarten. Das ist die Definition von Wahnsinn. Sehr gutes Zitat übrigens, kann man sich auch merken. Ja, Hashtag Albert Einstein. Dann guck dich erstmal in den Raum um, bevor du den Schalter umlegst. Einfach nur oben gucken, ob irgendwelche. Ich wette, gehen wir trotzdem mal aus dem Raum raus. Okay. Da, in dieser schwarzen Matte, da passiert irgendwas mit. Leg den Schalter um, los. Da kommen übelst die Stacheln und so raus und. Schatten! Die meisten Angst nehme ich vielleicht vor Schatten. Nichts passiert, soll ich noch ein paar Mal drücken oder loslaufen? Do the same thing over and over again. Also nochmal? Ja! Yeah. Weiter, mach weiter. Mehr! Mehr! Ja! Viermal. Ich mach den Schalter kaputt. Stopp! Weißt du, woran ich gerade denke? Hm? Es sind da überall diese verschlossenen Türen und so. Und wenn immer, wenn wir den Schalter umdrücken, gehen irgendwelche Türen auf, irgendwelche zu. Und wir sollen dann immer den unterschiedlichen Weg finden oder so. Ja, nee. Also nach dem Zitat würde ich jetzt echt behaupten, wir drücken den Schalter so lange, bis irgendwas passiert. Okay, wenn also Fritz drei das Mal sagt. Würde ich noch machen. Dreimal noch. Insane, ne? Wer ist aber den Erfolg dafür bekommen? What the fuck? Dann gab es also nur ein Achievement, dann können wir gehen. Dann haben wir alles abgehakt. Wir legen den Schalter um und gehen weiter. Okay, also wenn der Erfolg kommt, glaubst du nicht, dass noch mehr passiert? Nein, dann war das bloß für den Erfolg. Okay. Es hat aber so eine. Boah, die Tür! Hat was angefangen zu spielen, so eine Musikbox oder so. Ach so. Da oben in dem Raum. Ganz. Also da, wo du jetzt hingehst, links von dir. Ja. Wo jetzt? Ganz. Ja, noch, warte. Ist offen! Ich hab's dir doch gesagt. Ich hab es doch gesagt. Mach's aus. Oder was steht da? Was steht da? Was steht auf dem Schild? Ja, foot. Fail again. Okay. Wir failen jetzt mal. Ja, wir failen jetzt. Pick up note. Achso, jetzt kann ich. Middle click oder 1? Drück mal 1. Ist das vielleicht der Code irgendwie? Ich verstehe es nicht. Warte mal. Venti. Anati Inverso. Keine Ahnung, ich kann italienisch. Ach, hier wir brauchen mehr Zettel. Auf jeden Fall. Ja? Achso, da stand ja nur ein. Also, ja. Eins. Okay. Gibt's 100%ig mehr Zettel. Oh! Was? Dramatische Musik, irgendwann hat gerade was gesagt. Oh! Ich hab mich mega erschreckt. Was war denn das jetzt? Ist das hier oben Speicherpunkt? Okay, ja, weil wir müssen jetzt irgendwas anderes machen. Der Typ ist da unten. Und der kriegt mit, wir sind da, weil wir die Musik ausmachen. Und wenn wir gehen, hört er uns oder was? Ich weiß nicht, ich sag dir mal, wenn es losgeht. Ich gehe jetzt da runter. Ja. Ich höre ihn reden, dramatische Musik. Stellen wir stehen bleiben. Geh wieder hoch. Nee, er schießt ja von nirgendwo. Ich glaube, da kommt sich drum herum, das ist getimed. Wir müssen aber die Musik ausmachen, um den Zettel zu nehmen. Mm, ich weiß. Okay. Pull lever? Was? Pull lever? Hä? Ist wahrscheinlich gebuggt. Das ist ein Bug. Oh, geh weg. Ja. Pullover? lauf mal jetzt geradeaus links. Was passiert? Ich höre ihn nicht mehr. Ich höre ihn wieder. Ich laufe weiter.
20 Mal in die Richtung, 60 Mal in die andere, ist auch Schwachsinn. Auf jeden Fall nervt dieses Pull-Lever mega. Ja. Na, was soll denn das? Ja. Da haben wir ja Pull-Lever stehen. Irgendwo ist wirklich ein Schalter, wir sehen ihn nicht. Ist er an unserem Kopf oder so? Wo ist denn der Schalter? Ich hätte mal gesagt, wir beenden diesen Part. Ja, wenn ich das, Wir sind jetzt echt weit gekommen. Wir sind echt weit eigentlich gekommen, wir haben viel geschafft. Ja. Naja. Gut. Mal sehen, ob wir das Pull-Lever wegbekommen und ja. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Jo, ciao.